Hallo, lieber Krebs. Herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Orakel. Dieses Orakel ist für den Zeitraum vom 1. bis zum 15. September. Schön, dass du da bist. Erste Hälfte im September für den Krebs. Was kommt? Der Schamane. Im klassischen Tarot ist es der Magier. König der Stäbe. Ass der Stäbe. Der Tod. Und da brauchst du keine Angst haben. Ich deute den Tod nicht im Voraus, nur wenn er schon zurückliegt. Also ich mache hier niemandem Angst oder so. Der Tod ist eine Skorpionkarte oder die ist dem Skorpion zugeordnet. Skorpion Energie. Die, ja genau, die 8 Kelche. Ich sehe schon Ritter der Münzen. Königin der Münzen, das ist deine Energie, egal ob du Mann bist oder Frau. Es ist ein allgemeines Orakel, das sind die Geschlechter als neutral anzusehen. Das ist der Wagen, das ist Krebsenergie. 8 Münzen. Und die 7 Schwerter, das ist interessant, okay. Ja, 6 Schwerter an der Unterseite. Lieber Krebs, du bist in einer Übergangsphase vom alten Leben ins neue Leben, vom alten Job in den neuen Job, je nachdem, was es bei dir betrifft. Ich lasse es hier offen an der Stelle, da es ein allgemeines Orakel ist. Also für die meisten Krebse nehme ich so Thematiken wahr mit dem Zuhause und mit Finanzen oder berufliche Themen. Liebe, wenn es was mit Liebe zu tun hat, dann ist das eher im Hintergrund oder so ein beiläufig die Ursache für dieses da, für das Kartenbild. Ja, also ich sehe dich definitiv in einem Übergang, in einer Veränderungsphase in deinem Leben. Es ist noch nicht ganz vollzogen, aber du bist dabei, dir quasi diesen Neubeginn hin zu manifestieren, dafür zu arbeiten. Die Karten sagen auch unbedingt, schau nach vorne. Es gab hier ein Ende, vielleicht auch ein schmerzhaftes Ende. Das kann auch mit der Liebe zu tun gehabt haben, eine alte Ehe oder eine Scheidung, so nennt man das, ne? Wie gesagt, aber es ist nicht beschränkt darauf. Jedenfalls nehme ich hier eine Ablösephase auch wahr. Gleichzeitig bist du aber auch am Manifestieren von deinem neuen Lebensabschnitt. Der Tod zeigt hier das Ende an. Es ist vorbei. Da gibt es nichts mehr zu holen. Es ist erbarmungslos, unwiederbringlich vorbei, so wie der Tod eben ist. Ja. Aber der Tod ist nicht das Ende deines Lebens. Der Tod ist ein Übergang. Okay. Der Tod ist als Übergang hier angezeigt. Ja, wir spirituellen Menschen, wir sagen ja auch nicht, also wenn wir aus dieser Welt gehen, wenn unser Körper stirbt, dann sind wir komplett weg, danach kommt nichts mehr, doch danach geht's weiter. Und das ist das, was ich hier wahrnehme, dass das Ende, das hier stattgefunden hat, ist für den Krebs nicht das Ende der Welt. Und diesen Neubeginn manifestierst du dir gerade. Okay, also das ist auch eigentlich etwas, was du möchtest, du tust alles dafür. Ich sehe dich eigentlich auch finanziell gut aufgestellt. Oder was deine Wohnsituation, sehe ich dich in Sicherheit. Für dich darf es langfristig
in Sicherheit quasi weitergehen. Ja, also ich sehe hier einen geregelten Alltag, ich sehe hier ein geregeltes Einkommen. Herausfordern kann dich eine bestimmte Person. Ich sehe hier eine spezielle Person liegen. Der König der Stäbe, es könnte auch die Königin der Stäbe sein. Vom Sternzeichen her ist es Löwe, Widder, Schütze. Muss allerdings nicht sein, dass sich dieser Mensch in diesem Sternzeichen befindet. Das ist halt ja eine Person, die dich herausfordert, eine Person mit den Qualitäten eines Feuerzeichens, jemand, der weiß, was er will. Und das kann eben diese Person sein, die du zurücklässt. Das kann auch ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin sein, von der oder von dem du dich distanzieren möchtest. Jedenfalls sehe ich dich eigentlich entschlossen, das Alte zurückzulassen und dich voll zu konzentrieren. Du bist zielstrebig und konzentrierst dich gerade echt auf das Neue. Und das ist auch das, was die Karten dir raten. Ganz einfach. Konzentriere dich auf das Neue. Richte deinen Fokus auf das Neue. Bau dir was Neues auf. So. Das machst du auch. Du bist voll zielstrebig, bist voll dahinter, hast auch die Energie dafür und am Ende des Tages zweifelst du an dir, ob das wirklich das Richtige ist. Am Ende des Tages manifestierst du und machst und tust im Außen und dann zweifelst du. Diese Zweifel können in deinem Leben bewirken, dass du dir selber im Weg stehst. Dass du deinen Weg selbst sabotierst. Du sollst unbedingt an dich selber glauben. Du sollst unbedingt an diesen Neubeginn glauben. Unbedingt an deine Kraft. Du sollst mutig sein. Geh diesen neuen Schritt. Manifestiere dir das Neue. Gib deine Aufmerksamkeit da rein. Investiere in deinen Neubeginn, in diesen neuen Abschnitt. Anstatt zu zweifeln und im Endeffekt deinem Alten zu hängen. Das Alte, das aber unwiederbringlich hier vorbei ist. Also diese alte Phase, dieser alte Lebensabschnitt, so wie er war, kommt nicht mehr. Ja. Der Wagen kann auch einen Umzug anzeigen. Ja, eigentlich sieht das hier sehr gut aus für den Krebs, bloß sind hier eben diese Zweifel, die einen dann sabotieren. Das ist interessant. Der Gehängte, nee, nicht der Gehängte, der Eremit. Das ist wie, du gehst deinen Weg schnurstracks nach vorne, du machst und tust und volle Kanne, volle Kraft voraus, manifestierst du im Außen, gehst deinen Weg, wie ich schon gesagt habe, dann bist du am Ende des Tages angelangt an deinem Fortschritt und guckst zurück und zweifelst über deinen kompletten Weg, den du gegangen bist. Du erreichst so viel. Ich nehme das als Etappen wahr, wie jeden Tag. Du erreichst jeden Tag so viel und am Ende des Tages guckst du auf deinen Tag zurück oder auf deinen Weg zurück und zweifelst alles an, was du getan hast. Warum, lieber Krebs, so stehst du dir selber im Weg? Vielleicht. Weil du eben volle Kraft vorausgehst, das kann sein. Vielleicht, weil es sehr schnell geht im Außen, dass vielleicht dein Innenleben, deine Psyche, deine Seele nicht hinterherkommt, das ist möglich. Und das ist auch das, was ich wahrnehme. Das ist eine Möglichkeit für die Krebse unter euch, dass sie innerlich nicht hinterherkommen. Und das bewirkt dann diese Hinterfragungen, diese Zweifel nach hinten, obwohl du im Außen erfolgreich bist. Und Fortschritte erzielst.
Absolut. Die Gerechtigkeit. Was ich hier wirklich sehe, ist, dass du erwachsen handelst, dass du reif deinen Weg gehst, dass du ganz genau weißt, was du tust, dass du Pro und Contra im Vorneweg abwägst. Du weißt, also du weißt, was du tust, auf Deutsch gesagt. Ja, ich brauche nicht jetzt hier eine Geschichte draus machen. Du weißt, was du tust. Und quasi hier Ursache und Wirkung. Das, was du reingibst in eine Situation, bekommst du auch zurück. Ja, erfolgreich sehe ich dich hier. Ist die einzigste Möglichkeit, warum du hier dann zweifelst, wenn du zurückschaust, dann ist, weil es wahrscheinlich so schnell geht. Diese Veränderung in deinem Leben, dieser Fortschritt aber auch, ne? Ja, genau, das bist du. Du hast die Führung in deinem Leben übernommen. Du sitzt im Fahrersitz. Du bist nicht der Beifahrer. Das ist das hier. Möglicherweise musst du dich an diese Rolle gewöhnen oder, wie gesagt, es geht so schnell. Ja, die Zweifel sind unbegründet eigentlich. Was darf ich abschließend als Rat noch weitergeben für die Krebse? Abschließende Impulse. Danke. Ja. Ja. Du machst dir zu viel Sorgen. Du sollst in der spielerischen Leichtigkeit sein, etwas mehr spielerisch angehen. Okay. Und unbeschwert sein. Also du brauchst nicht zurückdenken und dann Atemnöte kriegen. Was habe ich denn eigentlich getan? Na so, also genieße unbeschwerte Lebensfreude, die will sich entfalten. Du machst alles richtig für dich, lieber Krebs. Und dann haben wir ja noch der Paradiesvogel. Das höhere Selbst möchte zu dir sprechen. Hier geht es um deine Berufung. Nimm dein strahlendes Licht vollkommen an und erleuchte damit die Welt. Lieber Krebs, sei fröhlich. Ja, nimm das Leben ein bisschen spielerischer, ein bisschen humorvoller, lache mehr. Ich nehme das so wahr, dass du auch richtig, richtig strahlen kannst. Dass Menschen so richtig gerne mit dir zusammen sind, ja. Dass sie das lieben, wenn dein Gesicht strahlt oder wenn man mit dir lachen kann. Und das ist das, was sich hier mehr etablieren soll. Also du brauchst ja nicht so viele Sorgen machen. So ernst. Man kann auch die Führungsrolle übernehmen und gleichzeitig auch locker drauf sein. Aber vielleicht muss ich das auch erst einstellen. Vielleicht braucht das Zeit. Okay? Du bist auch nur ein Mensch. Lieber Krebs, danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gerne bis zum nächsten Orakel. Bye bye.